Na Leute, alles klar soweit? Gut, denn in diesem Part geht es jetzt endlich in das sogenannte Aleth Forschungslabor. Da haben wir nämlich einen Hinweis in Emeralds Raum gefunden, dass dort scheinbar vor sehr, sehr langer Zeit mal an Foras Kern geforscht wurde. Und vielleicht finden wir da ein paar Hinweise. Das Einzige, was ich jetzt vorher noch schnell machen werde, ich habe mir jetzt noch zwei weitere Male eine meeresblaue Figurine dualisiert, weil ich wieder genug Götterholz hatte. Und das heißt, ich kann mir jetzt wieder zwei neue Titel hier bei diesem Humanoiden holen. Ja, Rollenspiel gefällig mit dem richtigen Objekt, kann ich helfen. So, wer möchte das sein? Hubert, weil ich ja nur die Figurinen der Welt gerade habe, aber dafür gleich zweimal. So, also wer will Hubert sein? Aspel geht nicht mehr, weil das haben wir schon, also sage ich als nächstes halt Sophie. Oder wie wär's mal mit Malik, weil der hat ja so wenig Titel. Ich sag mal Malik möchte Hubert sein. So, vielen Dank. Und Malik erhält den Titel Hubert-Duplikat. Den werde ich ihm jetzt gleich mal geben, weil die anderen, das ist jetzt eh nicht so wichtig. So, hier unten. Hubert-Duplikat. Ja, um von jedem in Strata erkannt zu werden, werde ich zu Hubert. Haben wir wieder Vitalität, Präzision und Hubert hier. Verwandlung in Hubert im Statusmenü und sogar noch einmal Stärken. Es kam wieder Herstellungsrate hoch 4%. So, alles klar. So, und jetzt sage ich das Ganze gleich noch einmal. Wieder, wer möchte das sein? Hubert. Und wer will Hubert sein? Pascal. So, vielen Dank. Und Pascal erhält den Titel Hubert-Replikantin. Kann ich ihm meinetwegen auch geben. Statt meisterliche Dame haben wir hier unten jetzt für sie den Titel Hubert-Replikantin. Mit einer amazianischen Brille kann ich zu Hubert werden. Natürlich. So, bitte sehr. Und wie gesagt, insgesamt muss ich halt 42 von diesen Figuren machen, damit jeder in der Gruppe jeden dieser Titel bekommt, dass er sich in die jeweils andere Person verwandeln kann. Das wird noch ein Weilchen dauern, aber okay. So, zu diesem Aleth Forschungslabor können wir nur mit dem Shuttle hin, also nicht zu Fuß. Das heißt, einfach mal hier Shuttle-Modus und dann haben wir hier unter Verliese, ganz hier unten, das Aleth Forschungslabor. Einrichtung zur Erforschung von Fodras Kern seit Fodras Schutz verlassen. Mal sehen, was wir dort finden werden. Also, auf geht's! What happened here? It's very different from the other places we've seen on Fodra. I think it's kind of creepy. I'm guessing it's been this way for at least a few hundred years. Whatever happened took place the same time Fodra was dying. Dying. Are you all right? What is it? I knew it. She's calling me. Strange. I didn't hear anything. I think we should wrap things up here as soon as we can. Aleth Forschungslabor. Ja, da sind wir nun. Ja, und ich finde auch, dass Sherry da ein bisschen recht damit hat. Es ist wirklich ein bisschen unheimlich. So, irgendwo hier gibt es gleich einen Skid, was ich weiß. Und zwar hier drüben beim Speicherkristall. Gibt es den Skid clevere Frauen? Hey, what are you thinking about now, Pascal? Well, I'm trying to figure out the language Sai uses. If we can understand each other, I'm kind of hoping we can be friends. Oh, but will it be easy becoming friends so quickly? Sure. I mean, you and I are already buds, right? Yes. Are you getting jealous by any chance, Sophie? Jealous? Oh, right. Jealousy is when... I know. Jealousy is what a crafty woman causes, in order to get her hooks deeper into a man. You've been talking to Captain Malik again. Oh, I want to be a crafty woman! Natürlich! Mensch, Pascal, das bist du doch eigentlich schon. Ich meine, was die alles kann. Ich weiß auch nicht, ein bisschen naiv scheint die ja doch zu sein. Also die checkt selber nicht, dass sie so schlau ist, aber naja, okay. So, wir haben jetzt hier mehrere Wege, die wir, glaube ich, gehen können, aber eigentlich gibt es nur einen richtigen Weg, und zwar... den, ja, sieht es im Labor noch, den rechten Fahrstuhl werden wir jetzt einfach mal nutzen, um nach unten zu fahren. Das ist auch ein ziemlich großes Labor, also hier werde ich wieder einige Parts zubringen, bis wir hier alles erforscht haben. So, einfach mal einsteigen und dann hinabsteigen.
So. Hier sieht es vielleicht aus. So, ich glaube, jetzt muss ich einfach mal hier lang. Hier müsste es nämlich gleich wieder ein Skid geben. Oh, ein Gegner, der sich hier im Dunkeln näht. Ich weiß, es ist leider ein bisschen dunkel. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen aufhellen. Ich weiß nicht. So, kämpfen wir. So, was haben wir jetzt hier? Immer wieder einen Evakuiden, doch einen Auxilioid. Eine verbesserte Version des Veritruiden, der das Eleth-Forschungslabor bewacht. Von denen bekommt man zu 8% einen leuchtenden Kern und zu 1% die deutschen Namen von Eternia? Die haben wir doch schon mal gehabt. Interessant. Die sind auf Level 91, dabei auf böse, okay. Und einen Hoploid gibt es hier auch noch. Eine verbesserte Version des Equituiden, der das Eleth-Forschungslabor bewacht. Von dem bekommen wir einen leuchtenden Kern und zu 1% Sturmbringer. Ist klar. Natürlich, egal. Hauen wir den einfach aufs Maul. Mann, helft mir, ich bin paralysiert, es geht nicht. Allheilmitteltrank, schnell. Dankeschön. So, jetzt wird es euch leid tun, dass ihr das mir angetan habt hier. Attacke! Ja, natürlich ist das das Ende für dich. Wenn jetzt immer so fragt, so, ist this the end? Ja, was hast du denn geglaubt? Der Anfang? Ja, der Anfang von deinem Ende vielleicht. So. Und tschüss. Ja, Teamwork ist the key, du sagst es. So, wir haben einen leuchtenden Kern erbeutet und Titelrang erhöht, Sherrod spektrale Säuberung verbessert, jawoll. Und Sherrod's Offer wurde gehärtet, auch nicht schlecht. Sehr gut. So, hier war jetzt, bilde ich mal aber ein, trotzdem irgendwo ein Skid und oh mein Gott. Das sieht, die da drin sehen alle aus wie Psy. Was ist hier nur los? Das ist richtig creepy. Und was ist das hier? Oh, Ende mit Schmerzen. I don't think we'll be able to proceed. If only we could fix the elevation difference. Check that machine gizmo over there. I think its switches correspond to the colors on the floor. If I mess around with it, I'm sure something will happen. Something meaning what? Something good? Oh, it should be fine. You seem oddly calm about this. I'm resigned to the fact that Pascal's messing around will bring us to some sort of painful finish. Hubert, you want Pascal's messing around to bring you to a painful finish? What? That's... I didn't say that. Hey, maybe she's into that sort of thing. Who am I to judge, right? I did not say that. Na klar, vielleicht steht sie drauf. So, also, hier gibt es eine neue Form von Rätsel. Und zwar können wir hier an diesem Apparat... genau, wir können hier jetzt nämlich den Weg basteln. So, verbleibende Züge 4. Gut, mit der Quadrattaste Konsole ansehen, mit der Dreiecktaste können wir die Blöcke zurücksetzen. Und mit dem linken Analogstick können wir die Blöcke wechseln und bewegen. Wir müssen die jetzt entweder nach oben oder nach unten schieben. So, und ich habe mir hier natürlich Notizen gemacht, damit ich mich hier nichts blamiere, wenn ich es nicht wüsste. Also jetzt nicht böse sein, also ich habe jetzt hier stehen, man soll die blauen nach unten tun. Also die, erstmal die blauen hier so Blöcke wechseln, das heißt, dass die blauen, genau, die leuchten jetzt, die nach unten. So. Und jetzt... Und die gelben auch, okay. So, jetzt leuchten die gelben, die auch nach unten. So. Und die roten nach oben. So, alles klar. Und jetzt einfach beenden. So, weil jetzt können wir nämlich zu dieser Truhe hier rüber und die öffnen. Und da drin gibt es, ja in dem Fall 100 Gold, aber eigentlich gibt es hier drin die magische Karte Nummer 75. Das wäre also wessen Karte? Ich will das nämlich immer sofort wissen, weil ich das nicht auswendig weiß. So, das wäre Senels Karte. Wenn sie etwas in Mitleidenschaft ziehen will, das uns teuer ist... Dann gibt es wohl aufs Maul oder irgendwie so. Keine Ahnung, was da noch stehen könnte. Ja, Senal, das ist der Hauptprotagonist von Tales of Eternia, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Seine Karte bekommt man also hier. Gut, das war jetzt nur für die Schatztruhe. Jetzt können wir hier nochmal hin. Und jetzt Blöcke zurücksetzen mit der Dreiecktaste. So, jetzt haben wir alles resettet. Das ist alles wieder so, wie es vorher war. Und jetzt soll man... die roten zweimal nach oben tun. Also 1, 2, das geht nämlich mehrmals. Und die gelben einmal. Und die blauen sollen nach unten. So, und das war's. Und jetzt können wir hier vorbei. So, und was haben wir, oh mein Gott, was läuft denn hier von Dingen rum?
Das ist ein Plattenbrecher, eine Antipersonen dafür, die das Elf-Forschungslabor bewacht. Und auch von denen bekommen wir ein arkanes Zahnrad. Auch nur zu 8%, zu 1% wieder das Strahlenschrei-Schwert. Das haben wir aber eh schon mal in der Winterkrone gefunden. Boah, bitte, ich will endlich mal so ein arkanes Zahnrad haben. Ich brauche das. Also gib mir das gefälligst, du blödes Ding. Sonst werde ich dich in deine Einzelteile zerlegen. Egal, das mache ich ja sowieso. Aber trotzdem, ich brauche ein arkanes Zahnrad. Das habe ich bisher nie bekommen. Haben will, ich will das haben. Gib mir das arkane Zahnrad. I'll settle this. Roar like the wind, shining blade. Vertex Rose! Okay, burn! So, Bonus erhalten, 20 Treffer, Kopogezeck, Galt plus 25%. So, und? Ich habe es bekommen, Leute! Endlich habe ich ein arkanes Zahnrad! Super, und sogar noch zwei leuchtende Kerne. Endgeil! So, um Titelrang erhöht, Asper hat Wolfwind Zahn verbessert und bei Richard hat sich die Krios, der Krios Angriff ein bisschen erhöht. Och, na endlich! Hier! Arkanes Zahnrad, das muss ein Teil von etwas Größerem sein. Sieht aus, als würde es nach Mitternacht aktiv. Oh, endlich habe ich ein arkanes Zahnrad, Leute. Und das bedeutet, Album, ich habe jetzt auch 100%... Nee, was? Ich habe immer noch nur 99,6%... Achso, ja klar, sicher. Vergesst es wieder. Natürlich habe ich nur 99,6% Materialien. Mir fehlt ja noch die eine Figurine, die ich da dualisieren kann. Aber das kann ich eigentlich mit der Turtles Flöte doch eh auch machen. So, Turtles Flöte. Erstmal den Elf-Mix aufladen. Und jetzt, passt auf, dualisieren. Oder... Achso, verdammt, das geht nicht. Ich brauche nämlich noch Meteoriten dazu. Toll, den bekomme ich aber von was anderem. Aber wenigstens habe ich schon mal so ein arkanes Zahnrad. Und für einen leuchtenden Kern bräuchte ich todbringende Flüssigkeit. Todbringende Flüssigkeit, konnte man das dualisieren oder wie ging das nochmal? Reizende Feder und Nadel der Ausmessung. Ha, ich kann mir hier wenigstens 4 Bernsteinfigurinen kann ich mir machen, geil. So, dualisieren und Fusion. Ha, so, 4 Bernsteinfigurinen, es gibt also wieder ein paar neue Titel für die anderen. Sehr gut. Gefährliche Flüssigkeit. Wie kriege ich nochmal eine todbringende Flüssigkeit? Ach egal, das werde ich, kann ich mir später noch angucken, das will ich jetzt nicht hier extra checken, es soll ja hier auch weitergehen. So, wir essen nun nur zur Sicherheit mal wieder einen Brathähnchentopf. So, damit Sherry später auch noch diesen einen Titel bekommt. Okay, so, ich weiß gar nicht, warte mal, diese Tür? Oder diese Tür? Ah ne, hier kommen wir ja gar nicht vorbei, es ist ein Trümmerhaufen, aber da ist eine Truhe, die will ich haben, aber da komme ich noch nicht hin, ne? Das geht leider erst später. Ja, dann gehen wir halt hier mal rein. So. Okay, und da läuft schon wieder ein Typ hier rum, so, Attacke! Ja, this won't take long, na, hoffentlich. Das wäre sonst nicht so gut. Jawohl, richtig schön aufs Maul. Steckt da dein Max Output sonst wo hin? Das interessiert hier keinen. Ja, this is the end for you. Kannst du laut sagen. Mann, jetzt stirb doch mal, geh endlich mal kaputt, du blöder Humanoide, du. Ja, frag mich immer so blöd, this is the end. Dein Ende! Mach sie fertig! Never, never! What's our motto? Never give up! Ihr sagt es, ihr habt es auf den Punkt gebracht. Niemals aufgeben, Leute, die Devise. Das ist unser Motto. So, und wieder ein leuchtender Kern. Und Asperlot ausweichen plus 4 lernt, okay. Und Richards Rüstung wurde gehärtet. So, ich glaube, wir müssen dieses Ding hier... Nee, hier können wir gar nichts untersuchen. Ich dachte, hier wäre irgendwas, aber das... Alter, wie dunkel ist es hier drin eigentlich? Bräuchte man ja direkt eine Taschenlampe. Na gut, dann gebe ich hier wieder weiter. So, und oh weia. So, jetzt sind wir im Kontrollraum, Leute. Im Kontrollraum. Okay.
Gut, gut, gut. So, gleich wieder ein Brathähnchen drauf essen. So, guten Appetit. Ah, das war leider immer noch nicht das 10. Mal, das muss sie ja 10 Mal essen. So, Attacke! Machen wir sie alle fertig, die stören sowieso. So, ah! Wenn ich dieses Ding hier nochmal kaputt mache, vielleicht kriege ich wieder ein arkanes Zahnrad, das wäre geil! I'll settle this. Roar like the wind, shining blade. Vertex Rose. Let's keep. So, 40 Trefferkombo Gezergal plus 70%. Und ja, Arcanes Zahnrad wieder bekommen, geil, und eine Geistesscherbe 6. Na bitte, es geht doch. So, und hier gleich nochmal. Ja, keep your guard. So. Wartet auf eure Verteidigung, soll das heißen. So, warum kriegen wir jetzt eine Elephant-Wende? Fies. Die können eh nichts damit anfangen. Außer, dass wir ihnen weniger Schaden machen. Wow, was ist mit Aspen los? Wer war das denn gerade? Warum ist das jetzt passiert? Wollt ihr mich verarschen? Sorry. Warum zur Hölle nochmal ist das passiert? So, ich bin wieder hier. Das werdet ihr büßen, ihr Dreckschweine hier. Was soll denn das jetzt? The blood of kings royal. Sword of royal princess. Spiral ascension! So, das kommt davon. Seine Freche, die können ja nicht einfach Aspen besiegen, sind die bescheuert? Oh, unglaublich. So, zwei leuchtende Kerne haben wir diesen Block, kommt eine Verteidigungsscherbe 4. Na, vielleicht sollte ich das ja doch mal lieber wieder auf schwer umschalten, ist mir glaube ich lieber. Ich meine, diese Elephmix ist schon wieder fast leer. Turtlesflöte. Elephmix auf, dann verdammt nochmal! So, das gibt's ja nicht. Unfassbar. So. Ich glaube hier, ja toll, hier ist schon wieder irgendwelcher Schutt, der hier den Weg blockiert. Wo müssen wir denn jetzt nochmal genau hin? Jetzt sind wir doch im Kontrollraum. Irgendwo, wartet mal, war hier nicht noch was? Ist hier irgendwas? Ich sehe hier fast gar nichts, das ist ja so blöd. Ich bilde mir ein, dass hier irgendwo was ist. Eine Truhe oder so. Nee, doch nicht. Es ist eindeutig zu dunkel. Warte, was haben wir? Ah! Zweimal Rosmarin habe ich hier gerade gefunden. Ein Heilkraut ist in Kriegsangriff und zwei Stärker. Soll das Altern hemmen? Natürlich! Esst alle viel Rosmarin, dann werden wir nicht mehr alt. Okay. Gut, ja, dann kann ich einfach nur durch die Tür weitergehen. So, Elith-Forschungslabor. Jetzt sind wir wieder in so einem normalen Durchgangsraum. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, ich will jetzt gerade nicht. Nein. Ich will hier auch vorankommen. So, das nächste Puzzle. So, hier steht auch wieder eine Truhe drauf. So, also, was sagen jetzt meine schlauen Notizen dazu? Okay, das Gelbe, also die gelben Blöcke, zweimal absenken. Eins, zwei. Und die blauen zweimal erheben, also höher machen. Eins, zwei. Okay. Ja, okay, gut, das war's auch schon. Weil nun kann ich hier auf die andere Seite rüber. Und hier drüben kann ich das jetzt wieder benutzen, ja, weil hier drüben nochmal so ein Kontrollgerät ist. So, auf der anderen Seite erstmal das Puzzle resetten. So, wieder zurückgesetzt und jetzt das blaue zweimal erhöhen. Eins, zwei. So, das gelbe einmal und die roten einmal absenken. So, gut. Fertig. Weil nun kann ich, was kann ich hier machen? Achso, jetzt kann ich ja die Truhe öffnen, genau. So, ein Gashebel. Ein Hebel für ein Gasventil. Bring ihn an und drehen, um den Gasausstoß zu steuern. Was zur Hölle? Ja, haben wir gerade einen Gashebel gefunden. So ist das einmal. So, okay. Was ist, wenn ich eigentlich hier durchgehe? Wartet mal, wo komme ich hier hin? Okay, achso, jetzt sind wir wieder hier. Ah, warte mal, wenn ich dieses Vieh hier schon sehe, ich will noch ein arkanes Zahnrad haben. Komm schon, gib mir das. Ja, passt bitte mal auf eure Verteidigung. Hoffe nicht, dass ihr schon wieder abkratzt. Ja,
Asbel, why do you wear such white clothes? Oh, these? Well, let me think. Nee, wir haben jetzt keine Zeit hier drüber nachzudenken und natürlich keiner kann das Zahnrad fies, aber egal. Ist egal. So, warte mal. Eigentlich habe ich jetzt alles schon einmal bekommen. Das heißt, das Buch des Glücksfalls ist jetzt egal. Sammelt bisher nicht erhaltene Objekte. Ich habe jedes Objekt schon einmal bekommen. Da kann ich jetzt irgendwas anderes reintun. Keine Ahnung, was soll ich da reintun? Buch der Wartung, der Begabung, des Vorhangs, der Niederhaltung? Ja, dieses Zauberbuch verdoppelt beim Treffen alle Schwachpunkte in einer Kombo deinen Eleth-Bonus. Warum nicht? So. Okay. Ich glaube aber, wir müssen hier trotzdem zurück. Also da, wo wir den Gasebel jetzt gekriegt haben. Müssen wir, glaube ich... Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich hier nochmal rüberkomme. Wartet mal. So. Reset. Und jetzt... Das Gelbe zweimal absenken. Eins, zwei. Und die Blauen zweimal hochheben. So, jetzt komme ich hier, glaube ich, wieder rüber. Ja, genau. So, und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Jetzt gehen wir nämlich ja, an dem Vieh mal vorbei. Gehen hier Richtung Süden. Und... Ah, seht mal. Giftiges Gas. Und hier können wir den Hebel benutzen. So, Gashebel verwenden. Yes. So, Gashebel verloren, weil wir gerade benutzt haben und jetzt strömt hier kein giftiges Gas mehr aus. Jetzt können wir hier vorbei und können erstmal die Truhe öffnen. Was haben wir hier drin? 100 Gold. Nee, das stimmt so nicht unbedingt, weil jetzt gäbe es hier drin die magische Karte Nummer 78. Das wäre wessen Karte? Normas Karte. Ich habe keine Zweifel mehr, Meister. Normas Karte? Okay, kann wieder aus Tales of Eternia sein. Wird wohl auch so sein. Ich kenne, wie gesagt, leider nicht alle. So, dann gleich nochmal den Elf-Mixer aufladen, weil das ist wichtig, dass der immer schön voll ist. Ich wünschte, ich hätte mehr maximal das Elf, weil 3180 finde ich persönlich extrem wenig. Wie soll ich das immer so auf 9999 maximieren? Das ist impossible. Das ist doch unmöglich. So, hier geht's auch wohin? Oder muss ich jetzt in die Tür rein? Wartet mal. Ich glaube, jetzt muss ich sogar wirklich durch die Tür, wo wir vorher waren. Also wo ich vorhin eh schon mal durchgegangen bin. Alter, ist es hier dunkel? Wie soll sich mal einer auskennen? Wäre schön, wenn ich jetzt noch einen Speicherkristall irgendwo finden würde. Aber ich glaube, jetzt müsste dann sogar bald einer kommen. So, wir müssen nämlich hier einfach dem Weg folgen. Und da hinten durch die Tür durch. Deswegen halte ich mich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Kämpfen auf. So, hier. Und hinaufsteigen. This looks like some kind of lab. What does it say? The data's all damaged, so it's kind of hard to tell. I think it's some kind of research log. Signs of change apparent in Fodra's core. Further details are unfortunately unclear. Researchers who have been sent to investigate are due to return shortly. We asked Director Cornell for his opinion, but he has yet to respond. He appears to believe that his research with Lambda will somehow provide us with the answers that we seek. In the meantime, we've asked Emerald for her assistance. We hope this leads to new developments in our quest for the truth.
The birth of the little queen. In truth, we're not quite sure how to handle this predicament. Our initial research team was completely annihilated. Survivors from the second team, however, managed to bring back samples for further study. Unfortunately, these survivors are in critical condition and are undergoing medical treatment. They aren't expected to live much longer. We must not let their sacrifices be in vain. We will begin researching the samples immediately. So it's Lambda and Emerald again, is it? And something called the Little Queen. Any idea what he's talking about? Fodra's core produces Elith, which has an effect on creatures the core created. Nothing more. Do you know something, Lambda? I too was created by Fodra's core. It is a trivial matter for me to observe the flow of the core's Elith. Is it possible the core will affect you? Or Sophie? Do you fear the evolution of my power? Are you afraid of losing control? No, it's not that. I'm just worried that you and Sophie might be hurt. Aspel, your eye! Are you okay? Me? No, I'm fine. Are you okay? I think so, but I feel strange. I'm not sure what it is, but it's like I've felt it before. If everyone's ready, we have more exploring to do. Let's see what we can find. Ja, das war jetzt eine ziemlich interessante Zwischensequenz. So, irgendwo hier gibt es, glaube ich, jetzt einen Speicherkristall, glaube ich zumindest. Irgendwo. Aber wo ist denn der jetzt? Ah, hier drüben. So, hier gibt es jetzt noch den Skit, was ihr wohlen gefallen findet. Und dann werde ich aber den Part beenden. No two ways about it. I don't like this place at all. You hate this place? So what place do you like, Sharia? I like Launt, and I love that flower meadow on Launt Hill. And Aspel? Do you love Aspel? Aspel? That isn't really the kind of love I was talking about. Oh, because I love Aspel. Well, if you put it like that, then I guess I do too. Hooray! We both love Aspel. I also love crablets. Crablets? They're so delicious. Do you hate crablets? I don't hate crablets, no, but I wouldn't put them at the same level as Aspel. Ja, wäre auch ein bisschen merkwürdig, Aspel jetzt mit irgendeinem Gericht zu vergleichen. Okay, ihr seht, es gibt eine Menge interessante Dinge hier zu finden in diesem Elith-Forschungslabor. Ja, stelle weitere Nachforschungen an. Das, meine lieben Freunde, werde ich im nächsten Part tun. Also, bis zum nächsten Mal bei Tales of Graces. Es ist noch lange nicht vorbei. Also, macht's gut. Ciao!